Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, wir haben heute ein Thema, da sind Fragen entstanden, die hätte ich gerne beantwortet vom Bundestagsabgeordneten Martin Sichert. Martin Sichert ist Mitglied der AfD-Fraktion. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, vielen Dank. Herr Sichert, kleine Anfrage des Abgeordneten Martin Sichert unter anderem und der AfD-Fraktion betreffend Kurzarbeit im Gesundheitswesen. Und zwar ist es BTDRS 19-270-59. Und Sie haben das dann Herrn Schäuble vorgelegt. Da heißt es, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, in der Anlage übersende ich Ihnen die Antwort auf unsere kleine Anfrage. Mit freundlichen Grüßen, Martin Sichert. Lange Einleitung, aber Kurzarbeit, Gesundheitswesen, Corona, bitte erklären Sie uns das. Ja, ich habe eine Menge Hinweise bekommen, sowohl aus Krankenhäusern als auch von Intensivstationen außerhalb von Krankenhäusern, die gesagt haben, wir haben sehr große Unterbelegung momentan bei den Intensivkapazitäten. Die privaten Einrichtungen haben gesagt, wir bekommen aus den Krankenhäusern kaum noch Intensivpatienten. Von Mitarbeitern aus Krankenhäusern haben wir gehört, die gesagt haben, sind deutlich unterbeschäftigt. Und dann habe ich einfach mal gedacht, wenn man solche Daten alles so bekommt von den Mitarbeitern aus den verschiedenen Bereichen, dann fragt man doch einfach mal nach. Und das habe ich gemacht beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das ja für die Kurzarbeit zuständig ist. Und die haben mir ganz klar jetzt als Antwort geschickt, dass wir tatsächlich immer dann, wenn Lockdown war, eine deutlich erhöhte Kurzarbeit in den Krankenhäusern auch gehabt haben. Über 60.000 waren es im April 2020 und etliche Tausend jetzt in den Monaten von November bis Januar. Mehr liegt noch nicht vor in Bezug auf die Kurzarbeit. Mhm. Aber man sieht ganz klar, dass auch in den Krankenhäusern massiv die Kurzarbeit nach oben geht, immer wenn Lockdown ist. Und das ist doch etwas, was genau im Gegensatz zu dem spricht, was uns immer erzählt wird, dass man den Lockdown gerade braucht, um eine Überbelastung der Krankenhäuser zu verhindern. Die Zahlen sind ja verifiziert, die können wir ja auch, das liegt uns ja vor, das ist ja jetzt nicht im Bereich Ihrer Erfindung oder dessen, Nein. dass Sie sich da nun etwas zusammendichten, um es mal provokativ zu sagen. Aber wie erklären Sie sich, Herr Sichert, man muss ja heute vorsichtig sein. Ich meine, Sie wissen korrektiv und andere, die kommen dann sofort und sagen, was erzählen Sie da? Aber die Zahlen liegen uns ja vor und die werden wir ja auch entsprechend veröffentlichen dürfen. Herr Sichert, die Frage ist, wie erklären Sie sich dieses antizyklische Verhalten? Also es erschließt sich mir nicht. Also wir sehen ja momentan auch an den Sterbezahlen beispielsweise, dass in der ersten Märzwoche über 3.000 Menschen weniger gestorben sind wie im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020. Und wir sehen, dass in den Krankenhäusern, ja in den Notaufnahmen deutlich weniger Menschen dorthin gegangen sind, weil eben früher ganz viele Leute auch hingegangen sind, so nach dem Motto, ich habe einen etwas schwereren Schnupfen und jetzt gehe ich gleich mal ins Krankenhaus und so. Da kommt natürlich ein Teilbereich her, dass da viele Leute gesagt haben, nee, ich habe Angst, mich im Krankenhaus gegebenenfalls mit Corona zu infizieren, deswegen gehe ich da gar nicht mehr hin. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch das Thema, was immer wieder auch im Bundestag seit mehreren Monaten jetzt Gesprächsthema ist, dass man davon ausgeht, dass es eine gewisse Triage schon in den Alten- und Pflegeheimen gibt, dass viele Leute, die schwer erkranken in den Alten- und Pflegeheimen, gar nicht mehr in die Krankenhäuser kommen, sondern in den Alten- und Pflegeheimen vor Ort dann versterben. Und wenn diese Menschen nicht mehr ins Krankenhaus kommen, dann haben wir natürlich eine deutlich geringere Auslastung in den Krankenhäusern. Jetzt sprachen Sie schon davon, was die Sterblichkeitsquote angeht. Können Sie etwas, ich vermisse, wir haben ja das Thema des Inzidenzwertes. Und ich nenne hier Andreas Gassen, Bundesvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung. Er bezeichnete den Inzidenzwert als Krücke, also ich zitiere ihn, er bezeichnete ihn als Krücke, der weder medizinisch noch wissenschaftlich in irgendeiner Form nun da eine Evidenz hätte und das oder eine Nachweislichkeit hatte. Das ist ein politischer Wert. Punkt eins, warum richten wir uns immer noch nach dem Inzidenzwert? Punkt 2, die Intensivbettenbelegung. Punkt 3, Herr Sichert, Krankheitsverläufe. Also die erste Frage, warum richten wir uns nach Inzidenz? Intensivbettenbelegung. Dritte Frage, Krankheitsverläufe. Krankheitsverläufe höre ich nichts mehr. Genau. Also eigentlich müsste man ja in der Pandemie normalerweise nach Krankheitsverläufen
tatsächlich handeln, auch nach gegebenenfalls wirklichen Sterbezahlen an einer gewissen Erkrankung. Wir haben aber bis heute das Phänomen, dass man das gar nicht erfasst. Man erfasst nicht, wie viele sind tatsächlich erkrankt, und man erfasst auch nicht, wie viele sterben tatsächlich an Corona, sondern wir kriegen immer nur die Zahlen an und mit Corona. Da ist dann, sind dann auch Verkehrsunfälle drin, da sind, wie wir von Bestattungsunternehmen wissen, sogar Fälle drin von Leuten, die niemals positiv getestet wurden, sondern die nur das Pech haben, sie sind in einem Altenheim gestorben, indem es einen oder einzelne Corona-Fälle gegeben hat. Und dann sind dann dort tatsächlich Leute auch, die selbst negativ getestet worden sind, wenn sie gestorben sind, auf Corona, als Corona-Tote in die Statistik eingegangen. Also da wird ganz viel in dieser Statistik getrickst. Und wenn wir von den Inzidenzwerten weggehen würden, dann müsste man ja darüber reden, wie viele Menschen erkranken tatsächlich, wie viele Menschen sterben tatsächlich an Corona. Und das wird überhaupt nicht erfasst. Denn der Inzidenzwert ist ja was ganz Einmaliges einfach. Man macht einen Abstrich, man guckt, hat der Mensch Kontakt mit irgendwelchen Viren gehabt, mit Coronaviren gehabt. Und anhand dessen sagt man, selbst wenn derjenige Kumpel gesund ist, der ist mit Corona infiziert, obwohl er überhaupt keinerlei Erkrankung hat, nicht irgendwelche Beeinträchtigungen dadurch hat. Und deswegen ist dieser Wert auch nicht aussagekräftig, wirklich, weil wir einfach das Problem haben, dass wir hier auch gesunde Menschen mit Kranken in einen Topf werfen. Und jetzt will man ja die Tests noch weiter ausweiten und so weiter. Wenn ich natürlich jetzt anfange, statt 10% oder 15%, 20 oder 30% der Bevölkerung zu testen, dann habe ich natürlich doppelt so hohe Inzidenzwerte, weil ich eine deutlich höhere Anzahl von Menschen habe, die dann wohl einen positiven Test ausweisen. Dazu kommt noch, dass die Tests ja auch nicht zu 100% zuverlässig sind, wie wir wissen. Das heißt, dass es dann immer auch eine falsch-positiv- und eine falsch-negativ-Quote gibt bei diesen ganzen Tests. Und dementsprechend mit niedrigen Inzidenzwerten zu arbeiten, wie 100 Personen pro 100.000 oder 50 pro 100.000 oder 35 pro 100.000 oder, wie es Frau Reker schon gefordert hat, 10 pro 100.000, das ist einfach, sind einfach Werte, die sind sehr utopisch und die wird man kaum erreichen können, selbst wenn man das komplette Land lahmlegt. Und ich glaube, dass die Regierung das einfach braucht, um zu rechtfertigen, wie ihre Politik in den vergangenen Monaten gelaufen ist. Denn wenn wir uns beispielsweise die Intensivbettenbelegung anschauen, die sagt was ganz, ganz anderes aus. Die sagt nämlich, sie ist konstant über die gesamten Monate seit Mai, das heißt im Sommer, wo die Inzidenzwerte niedrig waren, war die Intensivbettenbelegung genauso hoch wie jetzt im Winter, wo die Inzidenzwerte hoch waren. Und das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem, was die Regierung propagiert. Aber darüber möchte man gar nicht so im Detail reden, denn dann müsste man sich eingestehen, dass viele der Maßnahmen letztlich sinnlos gewesen sind, die man ergriffen hat. Ich empfehle den Zuschauern mal in die DIVI zu schauen. Das ist die Belegung, der Nachweis Dora Ida Victor Ida. Da sehen Sie die Intensivbettenbelegung, und das ist zu unterstreichen, was Herr Sichert sagt. Es ist erstaunlich. Wir hatten am Anfang dieser Woche, am 15. März, hatten wir eine Intensivbettenbelegung von etwas über 2.600 im Covid-19-Bereich. Und davon sind etwas über 1.500 Menschen invasiv beatmet worden. Und ich darf immer noch mal die Relation sehen, in Deutschland leben 83 Millionen Menschen. Das möchte ich mir immer doch bitte noch in Erinnerung rufen. Lassen Sie uns noch abschließend ein Thema besprechen. Also diese Zahlen, die sind antizyklisch. Und die werfen große Fragezeichen auf: Kurzarbeit, Corona, Überbelastung. Das passt irgendwo nicht zusammen. Denn wie gesagt, es muss ja irgendwo eine Verzahnung da sein. Herr Sichert, Sie sind Bundestagsabgeordneter. Jetzt geht ja in aller Munde das Thema Impfen. Wir haben weitere Impfstoffe, die zugelassen sind. AstraZeneca war ja am Anfang als völlig unbedenklich. Dann hat man gedacht, bis 64. Dann hat man gedacht, wir können es auch 64 oder 65 plus. Und dann kommen die Mathematiker und sagen, die Wahrscheinlichkeit, also wenn sie daran sterben, die liegt bei so und so viel Prozent. Das ist natürlich für denjenigen, den es betrifft, eine mathematische Lösung, die ist katastrophal und auch für die Hinterbliebenen. Aber ich habe so das Gefühl, auch da wird nicht ehrlich mit umgegangen. Denn wie gesagt, ich bin kein Impfgegner. Ich bin gegen alles geimpft, Pneumokokken und. Aber mit dem einen Unterschied, und das vergessen die Herrschaften immer zu sagen, alle Impfstoffe, die herkömmlich sind, sind jahrzehntelang erprobt.
und haben eine lange Zulassungsphase, haben eine lange Probandenphase, bis sie dann entsprechend zugelassen wurden. Und hier muss man sicherlich sagen, wir haben Impfstoffe innerhalb von 12 Monaten in einem Entwicklungsstadium bis zum Gebrauch bei den Menschen, die geimpft werden. Man muss schon ehrlich sein und die Menschen aufklären und kann sagen, über die mittelfristigen und langfristigen Wirkung können wir sie im Augenblick noch nicht in dem Maße aufklären, wie es eigentlich notwendig wäre. Ja, nicht nur die mittel- und die langfristigen, auch die kurzfristigen Auswirkungen. Auch darüber wird nicht so klar aufgeklärt, wie diese beispielsweise vorliegen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat beispielsweise Mitte Februar veröffentlicht einen Wert, dass in den ersten 6 Wochen, seit Ende Dezember wird ja geimpft, dass in den ersten 6 Wochen es über 7000 Fälle von Impfkomplikationen gegeben hat und dass 3,6% dieser über 7000 Fälle mit Impfkomplikationen dann mit dem Tod des entsprechenden geendet haben. Also 223 Fälle von Personen kennt das Paul-Ehrlich-Institut oder kannte das Paul-Ehrlich-Institut allein aus den ersten 6 Wochen, wo Menschen gestorben sind, die Impfkomplikationen hatten. Da muss man natürlich jetzt vorsichtig sein. Man weiß nicht, sind diese Leute jetzt genau wegen der Impfkomplikation gestorben oder sind die an anderen Ursachen gestorben? Aber es ist schon eine relativ hohe Zahl, die wir da haben. Und dass man jetzt AstraZeneca vom Markt erstmal genommen hat und gesagt hat, den setzen wir erstmal aus und wir prüfen jetzt, ob der Nutzen überhaupt die Risiken überwiegt. Das sagt, glaube ich, alles darüber aus, wie momentan mit dem Thema umgegangen wird. Ich finde, die Bundesregierung und die Landesregierungen haben sich da in eine gewisse Sackgasse manövriert. Sie haben mit sehr restriktiven Maßnahmen wie Lockdown und so weiter das Leben der Menschen massiv beschränkt. Jetzt wurden die Menschen natürlich alle auch irgendwann unruhig und haben gesagt, wir wollen jetzt auch wieder eine gewisse Freiheit haben. Und dann brauchte man eine andere Lösung. Man konnte nicht, ähnlich wie die Schweden, sagen, wir machen jetzt das ganze Land einfach wieder auf. Übrigens, die Schweden sind genauso gut oder schlecht durch den Winter gekommen wie wir. Da haben wir keinen großen Unterschied in Bezug, also in Relation auf die Bevölkerung, an Todesfälle in Schweden, wie wir es in Deutschland haben. Macht also keinen großen Unterschied, ob ich jetzt einen Lockdown gemacht habe im Winter oder nicht. Aber die Bundesregierung hat sich dafür entschieden und jetzt muss man den Menschen natürlich versuchen, irgendeine Lösung anzubieten. Also hat man diese überhastet auf den Markt geworfenen Impfstoffe genommen und hat gesagt, wenn ja alle oder wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, dann können wir diese ganzen Maßnahmen alle lockern. Und hält daran nun eisern natürlich fest. Und das ist eine katastrophale Entwicklung, die wir momentan da haben, dass man tatsächlich dort diese Impfstoffe erst an denen, die jetzt geimpft werden, testet. Und da sind natürlich viele Menschen, besonders mit Vorerkrankungen dabei, viele ältere Menschen. Und das sind besonders Gruppen, die natürlich auch bei so einer Impfung und den damit verbundenen Erscheinungen, die bei einer Impfung auftreten, dann durchaus besonders gefährdet sind. Und dass man jetzt erst sagt, wir wollen bei AstraZeneca mal den Nutzen und den Risiken in den Vergleich stellen, das ist eigentlich verantwortungslos, weil so etwas, solche Studien muss ich machen, bevor ich einen Impfstoff auf den Markt setze und nicht erst danach. Sie sprachen mit Recht an die Menschen, die verstorben sind nach der Impfung in einer Zeitabfolge kurz danach, bis zu 10 oder 14 Tagen danach. Was nur erstaunlich ist, dieser Einklang zwischen Politik und Presse, zwischen vielen Politikvertretern und Presse, wenn jemand verstirbt, heißt es mit und an und der neue Kontext infolge von Corona. Und man ist sich einig, wenn jemand verstirbt nach der Impfung, dann ist die Kausalität, die Verbindung zur Impfung höchst unwahrscheinlich. Und das ist etwas, ich bin lange genug in dem Bereich unterwegs, wir bauen ja da auch immer ein bisschen was. Und da muss ich sagen, macht euch ehrlich. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern macht euch ehrlich, weil es immer wieder heißt, ja, wir haben ja jetzt die Blutgerinnsel. Macht euch ehrlich, sondern versucht nicht irgendwas rauszufinden. Also sagt, naja, der wäre sowieso verstorben. Das ist ja jetzt auch, ich meine, der Name Paul Ehrlich, Paul geht ja noch, aber ehrlich macht ihn mal wirklich, seid ehrlich. Ne? Und aber da würde ich mir Offenheit wünschen, denn eines muss man sagen, diejenigen, die es dann auszubaden haben, das sind wir. Das sind wir. Und wenn ich so vernehme, dass man in den Vereinigten Staaten jetzt beginnt, Kinder zwischen 6 Monaten und 12 Jahren zu testen mit gewissen Impfstoffen, dann muss ich sagen, wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein. Und eines, liebe Zuschauer, da machen wir noch eine Sendung.
Wir haben jemanden, der ist früher einmal der Flieger aufgetreten, Karl Lauterbach. Den haben sie vom Typ jetzt ein bisschen jugendlicher gemacht. Der ist jetzt immer mit offenem Hemd und ja gut. Aber ich muss eines sagen, Karl Lauterbach war schon mal, und da machen wir einen Bericht, der kommt aus dem Spiegel, das ist schon ein paar Tage her, aber er war Lobbyist für Pharmafirmen, hat dafür 800.000 Euro abkassiert und hat für ein Mittel geworben, das vom Markt genommen wurde. Und das sollte jeder mal bitte überlegen. Karl Lauterbach ist derjenige, der sagt, impfen, 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 BioNTech und AstraZeneca würde ich sofort wieder freigeben. Nur, über eins muss ich mir im Klaren sein, zur Verantwortung für schwere Nebenwirkungen bis Todesfolge haben wir niemanden aus der Politik. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das sind zwar diejenigen, die propagieren, dass ich so sage, gehen Sie bitte auf den Balkon, der ist sicher, wenn der runterklatscht, ohne Brüstung, bin ich dran. Strafrechtlich und zivilrechtlich. Bloß in der Politik habe ich es nicht. Und das muss sich jeder vor Augen halten. Das heißt, wenn ich für etwas propagiere, muss ich auch die Verantwortung tragen. Und nennen Sie mir bitte jemanden, Herr Sichert, der aus dem Bereich die Verantwortung trägt. Sagen Sie es mir. Ja, wir haben ja im Bayerischen Landtag im Dezember schon gefordert, dass wir gesagt haben, wer tatsächlich für die Impfung der Bevölkerung ist als Politiker, der soll sich doch selbst auch zur Verfügung stellen für die erste Impfgruppe. Und wir machen dann einfach eine Mittel- und Langzeitstudie anhand der Landtagsabgeordneten, die sich dafür aussprechen für diesen Einsatz der Impfung und anhand derer, die sagen, wir sind da dagegen. Und wer da dafür stimmt, der möge bitte selber auch eine Impfung für sich in Anspruch nehmen. Und dann wird einfach dort auch untersucht, wie das Ganze sich mittel- und langfristig verhält. Da gab es einen Riesenaufschrei im Landtag, weil man gesagt hat, das möchte man so in der Form nicht. Und genau das ist auch das Problem. Mein Karl Lauterbachs Ex-Frau, die ja anerkannte Epidemiologin aus Harvard ist, sagt selber über Karl Lauterbach, dass er kein Epidemiologe ist, sondern ein Politiker, der in vielen verschiedenen Themen unterwegs ist und gar nicht die Zeit hat, sich intensiv mit diesen ganzen epidemiologischen Themen auseinanderzusetzen. Er sitzt ja auch noch nicht mal für die SPD im Gesundheitsausschuss, weder als ordentliches Mitglied noch als Stellvertreter im Bundestag, wird trotzdem von einer Talkshow durch die andere gezogen und ständig zitiert an der Stelle, obwohl er mit den Themen im Bundestag eigentlich gar nicht befasst ist. Und ich finde, da wird den Menschen sehr, sehr viel vorgemacht. Und gerade Politiker müssen eigentlich eine verantwortungsvolle Vorbildfunktionen haben und die sehen wir in ganz vielen Bereichen jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht. Angefangen von den Spendenskandalen bei der Union, die sich mit Masken und anderen Dingen da bereichert haben, über Leute wie Lauterbach, die plötzlich Gesundheitsexperten sind, obwohl sie nicht mal im Gesundheitsausschuss sitzen und so weiter und so fort. Also da ist so vieles im Argen, dass das Problem einfach für die Menschen ist, sich wirklich faktisch zu orientieren. Da kann ich jedem nur raten, bitte seht euch selbst die Seiten von der Divi an, also von dem Intensivregister, was wirklich das Robert-Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium eingerichtet haben, von den Zahlen vom Statistischen Bundesamt und so weiter. Wenn man sich diese Zahlen wirklich im Detail anschaut, die Originalzahlen, dann kann man auch feststellen, wie gefährlich ist gegebenenfalls Corona für eine gewisse Altersgruppe, wie gefährlich ist Corona gegebenenfalls für mich und wie gefährlich sind auch letztlich die Impfungen, das sieht man anhand der statistischen Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts, denn so weit sind wir noch in Deutschland, dass diese Zahlen tatsächlich so veröffentlicht werden, wie sie erfasst werden, nur es wird viel zu wenig über diese Originalzahlen gesprochen. Herr Sichert, ich habe zwei Sachen. Einmal, es ist jetzt etwas Satirisches, Markus Söder hat sich impfen lassen. Bereits im Dezember die Nebenwirkung, er ist grün geworden. Das ist eine Nebenwirkung, scheint wohl so zu sein. Also liebe Freunde, das ist jetzt bitte nicht im Ernst zu unternehmen. Martin Sichert, ich bräuchte von Ihnen bitte Folgendes. Und zwar gibt es von der Europäischen Union das sogenannte Melderegister über Nebenwirkungen. Können Sie uns zu gegebener Zeit da mal aufklären? Denn da sind die Impfstoffe genau mit, da läuft in Europa alles zusammen über die Nebenwirkungen. Das heißt, wie mittlerer, schwerer Natur bis zur Todesfolge. Das wäre schön, wenn wir sagen würden, Ende März, Anfang April könnten wir bitte eine Sendung machen, wo Sie uns diese Zahlen verifiziert mal vorlegen. Das können wir gerne machen. Also ich bin jederzeit bereit, nicht nur Ihnen, Herr Weber, sondern gerne auch Bürgern, die sich für Themen interessieren, dort zu versuchen, Daten und Zahlen zur Verfügung zu stellen. Ich habe ja etwas andere Möglichkeiten als Bundestagsabgeordneter an Zahlen und Daten heranzukommen, wie jetzt auch beispielsweise an diese Kurzarbeitszahlen aus dem Gesundheitswesen speziell.
und werde da gerne versuchen, diese Zahlen zur Verfügung zu stellen für Sie. Und ich bitte auch jeden Bürger, der irgendwo in seinem Umfeld was realisiert, wo er sagt, das passt jetzt nicht mit dem zusammen, was ich momentan in den Medien oder sonst wo höre, sich gerne an mich zu wenden. Ich stelle gerne Nachforschungen zu diesen ganzen Themen an. Es ist meines Erachtens momentan die vorrangige Aufgabe, gerade auch der Bundestagsabgeordneten aufzuklären und über die Zahlen, Daten und Fakten im Land, über das, was tatsächlich da vor sich geht, zu informieren. Deswegen freue ich mich auch, dass auch Sie mit Ihrem Fernsehkanal dazu beitragen, zu dieser Aufklärung und zu diesen Informationen, damit möglichst viele Bürger ein gutes und klares Bild darüber haben, wie die tatsächliche Lage sich in Deutschland und in Europa darstellt. Und da bin ich auch gerne bereit, diese Zahlen aus Europa entsprechend bezüglich der Impfstoffe zu besorgen. Super, herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, ja, es ging Kurzarbeit im Gesundheitswesen, erstaunlich antizyklisches Verhalten. Ich bitte Sie, helfen Sie uns, teilen Sie dieses Video, abonnieren Sie den Kanal, denn es braucht eine zweite Meinung, die andere Sicht, und das versuchen wir zu gewährleisten. Lieber Martin Sichert, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Passen Sie auf sich auf und wir machen weiter, wir klären auf. Dankeschön. Sie auf sich auf, Herr Weber. Dankeschön.